News und Talks für Gebildete am Heiligabend 2019. Ja, bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe, es geht ja eigentlich bei uns im Leben, wir alle Menschen suchen Lebensglück. Ich habe auch von Kindheit an habe ich gesucht in der Wissenschaft und überall nach Wegen zu einem glücklicheren Leben. Ich bin sogar zwischendurch auf solche Irrwege wie zum Beispiel Sigmund Freud oder Erich Fromm oder Ähnliches hereingefallen und so weiter. Aber sozusagen, ich kann auch voll verstehen, dass man sagt hier, ja, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace, Darwin, ja, was hat denn all diese Naturwissenschaft uns gebracht? Und ich verstehe, das Internet ist voll davon, von sogar Lehren, die sagen, all das hier ist Lüge und Irrtum und Unwahrheit und so weiter. Und ich kann das auch voll verstehen, denn hier das Kopernikus, Kepler, Newton, die haben mein Leben nicht glücklicher gemacht. Die haben mir nicht eine Hoffnung auf ein viel glücklicheres Leben gegeben. Auch Mendel und so weiter was soll das für mein Leben bedeuten? Eigentlich nichts. Und dann kommen im Internet so viele antiwissenschaftliche und gegenwissenschaftliche Lehren und Heilslehren oder Konzepte und so weiter, die uns irgendwo eine bessere Zukunft versprechen. Und dann fällt man natürlich vielleicht leicht darauf ein. Jedenfalls haben diese Sachen riesige Klickzahlen im Internet, ja. Und ich kann nur sagen, also aus persönlicher Erfahrung, dass es sich jetzt, wo es endlich sozusagen hier, wo die Kette vollständig ist, wo der Abschluss der Aufklärung da ist, wenn wir das mal als die naturwissenschaftliche Aufklärung oder die Epoche der Aufklärung und den harten Kern der Aufklärung bezeichnet, und dahinter müssten wir jetzt noch die zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat schreiben, jetzt mit Darwin und den zweiten Scientist for Future 2 ist sozusagen das Glücksprogramm fertig. Ja, jetzt bietet mir erst Naturwissenschaft, das vorher vielleicht für viele zu Recht enttäuschend war, weil es auf die großen Fragen des Lebens keine Antwort gegeben hat. Jetzt kann ich sagen, liefert mir dieses Gesamtbild, wenn hier noch die zweiten Scientists for Future 2 stehen, dann haben wir endlich ein komplettes Bild und einen kompletten Glücksweg. Und ich spreche hier ja nur, weil ich begeistert bin von diesem Glücksweg und weil ich ganz sicher bin, dass es der einzige Weg ist, der naturwissenschaftliche Weg ist der einzige, der uns wirklich jetzt endlich zu einem glücklichen Leben, zu einer glücklichen Gesellschaftsordnung, zu einem glücklichen Lebensstil führen wird. Und alles andere, all die anderen Wege sozusagen, Alternativkonzepte, kann man jetzt endlich hinter sich lassen und als Irrtümer weglegen. Also deswegen sozusagen mein Tipp an Sie, wenn man glücklicher leben will, glücklich, dabei gleichzeitig auch in Wohlstand und in einem glücklichen Wohlstand leben will, dann gibt es nur einen Weg jetzt, sich abwenden von all den anderen Irrwegen, mit den vielen tausenden Klickzahlen und zigtausenden Klickzahlen und Millionen Klickzahlen hinwenden zur Wahrheit. Denn nur Wahrheit macht am Ende glücklich. Und dann, jetzt endlich sind Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Mendel, Wallace, Darwin und die zweiten Scientists for Future 2
letztendlich ist sozusagen Wahrheit auch glücksbringend sozusagen. Und das ist der Punkt. Und nochmal zurück zu unserem schönen Bild hier. Die großen Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte sind eben, dass alle Dinge mutieren. Das ist hier das Bild einer Tulpe mit einer Mutation, die ein gelbes Blatt erzeugt. Ja, und jetzt zum Beispiel stellen wir uns vor, irgendwie die Tulpe lebt in einem würde in einem natürlichen Raum leben. Eine Tulpe ist wahrscheinlich eher eine gezüchtete Geschichte, aber gehen wir mal davon aus, es handelt sich um eine Naturpflanze. Ja, und dann vielleicht hat sich irgendwie durch bestimmte Klimaverschiebungen die Situation geändert und sozusagen die Insekten, die auf rote Farbe, also für uns Menschen rote Farben sozusagen reagieren, werden seltener und weniger aufgrund der Klimaverschiebung und die Insekten, die eher besser gelbe Farben wahrnehmen können, sozusagen werden häufiger, dann ist es so, dass solch eine Zufallsmutation, die hier einen Teil eines Blattes gelb macht, sozusagen, kann dann der Anfang davon sein, dass genau diese Blüte bestäubt wird von den häufiger werdenden anderen Insekten, sozusagen, während diese Blüten vielleicht, weil sie nur rot sind, vielleicht unbestäubt bleiben, weil ja die Insekten immer weniger werden. Und so führt also eine Zufallsmutation, öffnet die Tür, denn diese Tulpe wird dann viele Nachkommen haben und immer wieder Gelbes dabei sein und vielleicht entsteht irgendwann eine nächste Mutation, die das ganze Blatt gelb macht und danach die anderen Blätter noch eine neue Mutation entsteht und die anderen Blätter gelb macht. Und so kommt es durch Mutation und Selektion zu perfekten Passungen, also nicht perfekten, aber zu guten Passungen in der Natur. Nichts ist perfekt in der Natur, aber zu guten Passungen und Veränderungen in der Natur. Und dieses daraus resultieren unsere Glücksmöglichkeiten, dass wir verstehen, dass alles Lebendige und damit auch unsere Gesellschaft dem Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion unterliegt, was ja in den vielen anderen Videos auch zu sehen ist. Ja, und jetzt gehen wir auf die einzelnen Punkte ein. Also ja, es gibt so ein bisschen so einen kleinen Wirbel rund um einen Tweet von Fridays for Future, in dem sie angeblich die Großeltern gebasht haben, so nach dem Motto, ihr seid bald nicht mehr da und redet uns rein in unsere Klimawünsche. Ja, ich weiß nicht, dieser ganze Streit ist nicht so, denke ich, nicht besonders wichtig. Das einzig wirkliche Wichtige ist, dass die Fridays for Future, dass denen leider die Klugheit fehlt zu erkennen, dass eben alle Lösung und auch alle Erfüllung ihrer Wünsche an eine bessere Gesellschaft, die nicht mehr unsere Umwelt zerstört, wie das bisher die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus notwendigerweise tut und tun muss, sozusagen, dass die einzige Lösung hierin liegt, eben in dieser Kette der Naturwissenschaftler und der Krönung der Naturwissenschaft durch die zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Das ist das eigentlich Tragische. Ja, und dann müssen wir eingehen auf, es gibt wieder ein neues Video zum Thema Heilpraktiker, da wurde auch Professor Jörg Spitz erwähnt. Erst einmal das Positive wieder. Das Positive ist zu nennen, dass viele Heilpraktiker sicherlich sehr viel weniger Schaden anrichten als viele Schulmediziner, weil die Schulmediziner sozusagen ja eine längere Evolution hinter sich haben
und dadurch sozusagen, wie in den anderen Videos erklärt haben, also die sich die gewinnbringenden Irrtümer noch stärker angehäuft haben, also wieder nur ganz kurz, ich verweise auf all die anderen Videos, nur ganz kurz angedeutet, wenn ein Schamane, die ersten Schamanen sozusagen, hier ist nochmal der Schamane, der bei der Wahrheit bleibt und der zum Beispiel den Menschen sagt, ja, hier, ihr müsst mit eurer krankmachenden Ernährung aufhören, dann werdet ihr gesund bleiben und ihr müsst Sport machen, ihr müsst also wir müssen eine gesamte Lebensstilmedizin machen sozusagen. Und wenn ihr all diese Lebensstiltipps lebt sozusagen, dann werdet ihr nicht krank werden und dann braucht ihr sozusagen keine Behandlungen mehr. So jemand geht im Rahmen, in dem schlechten Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, der quasi Gesundheitsförderung bestraft, geht so jemand pleite, stirbt aus, muss seinen Beruf an den Nagel hängen oder kann keine Kinder ernähren, während der andere, der also im Irrtum lebt und zum Beispiel glaubt, dass sein Heiltrank, so die erste Stufe der Medikamente sozusagen, dass das Gesundheit bringe und dass die Ernährung keine Rolle spiele, der sich also in einem Zentralirrtum befindet, der kann davon, der macht da gute Geschäfte, weil die Leute, die Schmerzen werden gedämpft, die Menschen kommen immer wieder und der Kunde braucht ihn immer wieder, weil seine Ursache der Krankheit, nämlich der falsche Lebensstil, nicht behandelt wird, sondern stattdessen nur an Symptomen rumgedoktert wird sozusagen. Und dadurch brauchen diese Patienten dann den Schamanen immer wieder. Er verdient gut, macht guten Umsatz, hat viele Einnahmen, kann zwei Kinder ernähren, und zum Beispiel dieses Kind hier bleibt bei dieser Strategie der gewinnbringenden Irrtümer und glaubt, vor allem glaubt und ist überzeugt von der Wahrheit der gewinnbringenden Irrtümer und kann dann davon drei Kinder ernähren. Und so breitet sich ein Imperium der Schulmedizin aus, das uns alle krank macht, gewinnbringend krank macht und so weiter. Und dieses da, das sozusagen eine größere Professionalität hat, ist das schulmedizinische Imperium auch viel gefährlicher für unsere Gesundheit sozusagen. Das habe ich ja in den ganzen Videos schon dargestellt, braucht ihr euch nur anzuschauen. Und jetzt die Heilpraktiker sind in vielerlei Hinsicht viel sanfter und behutsamer. Aber eins sollten wir nicht vergessen. Und auch Professor Jörg Spitz hat auch einige vernünftige Aspekte der Lebensstilmedizin, hat also auch manches Gute, auch wenn er sich Zentralirrtümern befindet, und manche Dinge überhaupt nicht versteht und so weiter und überhaupt, also quasi auch die moderne Evolutionsbiologie überhaupt nicht richtig versteht und so weiter. Aber trotzdem sind solche Leute viel harmloser als die Schulmedizin. Das ist das Positive. Aber jetzt nochmal das Realistische auch nochmal dazu. Auch ein Heilpraktiker unterliegt genau den gleichen sozialmarktwirtschaftlichen Evolutionsbedingungen. Wenn er wirklich überall die Wahrheit sagen würde, würde er aussterben und könnte seinen Laden zumachen. Und er muss wenigstens ein paar gewinnbringende Irrtümer dabei haben, damit er überhaupt überleben kann und genügend verdienen kann und Kinder ernähren kann und sich dann die Tradition der Heilpraktiker und über die Generationen überhaupt fortsetzen kann. Also sozusagen, ja, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus ist nichts anderes möglich, als dass Heilpraktiker, also die Schulmedizin richtet den großen Schaden an. Und ich kann es ja nochmal hier aufschlagen. Warten Sie, wo ist es? Muss gerade hier gucken. Na, wo ist es denn? Ah ja, hier ist es. Hier ist es. Nochmal zur Erinnerung: der Allgemeine Patientenverband. Der Präsident, der Arzt Zimmermann sagt, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. 70 Medizintote pro Tag und so weiter. Das sind mehr Tote als bei Verkehrsunfällen und so weiter. Also das ist die Realität. Also wir haben eben Evolutionsverläufe im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Die, so dass man sagen kann, Schulmedizin, großer Schaden, großes Risiko,
für unsere Gesundheit. Heilpraktiker, kleiner Schaden, kleines Risiko für unsere Gesundheit. Genauso Professor Jörg Spitz, kleiner Schaden, kleines Risiko. Und genauso Homöopathie, ja, natürlich ist das nur ein Placebo-Verfahren, aber es ist immerhin auch nur ein kleiner Schaden, der da entstehen kann. Und damit ist es auch wieder positiv zu beurteilen. Aber die Lösung, dass wir wirklich glücklich und gesund werden, liegt natürlich daran, die gesamten Selektionsbedingungen zu ändern, also die soziale Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus zu beenden und die Gewinnmöglichkeiten durch gewinnbringende Irrtümer sozusagen, diese Gewinnmöglichkeitstür einfach zuzumachen, sodass derjenige, dass es genau umgedreht wird, der mit den Gewinn vorher gewinnbringenden Irrtümern, wird dann aussterben und muss seinen Laden zumachen. Und derjenige mit den Wahrheitsmemen wird viele Kinder ernähren können und wird viel Erfolg haben, denn der erste Schritt des zweiten Scientists for Future, die soziale Marktwirtschaft zu verlassen, wird sein, genau das völlig umzudrehen, sodass also wer Gesundheit fördert und Krankheit verhindert, und Menschen chronisch gesund macht, der wird belohnt dann. Und das ist der erste Schritt weg von der weg vom Kapitalismus mit all seinen teuflischen Auswirkungen. Ja, dann Sarah Wagenknecht und die Linke. Ja, das ist ja alles ganz wieder, kommen wir wieder zu dem Punkt, ist ganz lieb und schön, dass da irgendwo eine Kritik an der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus da ist und auch eine Offenheit, wie bei der SPD jetzt mit Kevin Kühnert, für einen gesunden Sozialismus, Kommunismus sozusagen da ist. Wobei wir uns natürlich alle einig sind, da sind wir dann gleich bei den Nächsten, was natürlich dann die gar nicht verstehen können. Da haben wir natürlich sehr viel ungebildete und antinaturwissenschaftliche Leute wie den digitalen Chronisten oder Oliver Janich und Konsorten. Also all diese Leute, die dann auch sehr oft zur Verschwörungstheorie neigen, also nicht sagen, das System soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus ist schlecht. Nein, sondern böse Menschen haben böse Absichten und verfolgen böse Verschwörungspläne. Ja. Und solche Sachen haben dann Hunderttausende von Klicks und so weiter. Und ja, das ist sozusagen ja, der Wahnsinn. Und für die gibt es, also für den digitalen Chronisten oder für Oliver Janich, gibt es dann nur immer den Kommunismus und der ist schlecht. Natürlich ist Mao, Stalin und primitive Enteignung und Vergesellschaftung, natürlich ist das schlecht und der falsche Weg zu einem echten menschlichen, demokratischen Kommunismus, Sozialismus. Natürlich, aber davon redet doch kein Mensch. Also kein vernünftiger Naturwissenschaftler würde jemals sagen, dass wir Stalin, Honecker, Mao und all diesen Blödsinn nochmal wiederholen sollten. Nein, wir müssen mit wissenschaftlicher Präzision, wenn wir alle glücklich werden wollen, müssen wir mit wissenschaftlicher Präzision Schritt für Schritt uns von der sozialen Marktwirtschaft, vom Kapitalismus durch gekonnte Reformen Schritt für Schritt entfernen. Und dann, was dann entsteht, kann sein, dass dann von selber ein echter matriarchaler, höchstdemokratischer Kommunismus, Sozialismus entsteht. Kann sein, aber das würden Wissenschaftler nie festlegen wollen, sondern wir werden sehen, was entsteht, was das Genmaterial der Menschen hergibt. Ne? Ja, ein anderes Thema in Videos bei YouTube war dann zum Beispiel Beyond Meat, was vielleicht ein Weg ist, die ganzen fleischsüchtigen Menschen wenigstens sozusagen auf Soja umzustellen, denn diese Sachen habe ich selbst mal getestet bei Rewe, also die schmecken schon sehr lecker, also sind halt leider noch sehr teuer. Aber das wird sicherlich auch irgendwann billiger geben, aber das ist schon ein leckerer Weg sozusagen, wenn man mal so einen Suchtanfall Richtung Fleisch sozusagen hat, dann kann
so ein Suchtanfall wirklich durch Beyond Meat abgefedert werden. Ja, dann war der im Fernsehen wieder der internationale Frühschoppen sozusagen, wobei da im Jahresrückblick auch ein wesentlicher Denkfehler war. Entscheidend ist ja, dass Greta nie bekannt geworden wäre, wenn nicht mindestens irgendein ganz großes Medium eingestiegen wäre auf Greta. Und die haben dann den ganzen Greta-Hype sozusagen, muss ein großes Medium gestartet haben. Wenn das nicht gewesen wäre, wüssten wir alle nichts von Greta. Denn erst dann, wenn ein ganz großes Medium irgendwo einsteigt und über Greta berichtet, dann kommen die anderen Journalisten in den Zugzwang und berichten auch über Greta, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so die Fans von Greta sind. Und deswegen ist die Frage, wo sind jetzt diese Medien, die eigentlich so Fans von Greta waren, dass sie sie aktiv groß gemacht haben? Wo sind die? Warum sozusagen sagen sie jetzt, arbeiten sie nicht daran, jetzt zu sagen, ja hoppla, wir haben jetzt mit der Beendigung dieser Kette der Aufklärung durch die zweiten Scientists for Future 2 endlich die Chance, wirklich sozusagen die soziale Marktwirtschaft auf eine sanfte, wissenschaftlich vernünftige, rationale Weise Schritt für Schritt mehrheitsfähig zu beenden. Ich erinnere noch mal dran, es gab ja doch diese simulierte Bundestagswahl mit 56% der Wählerstimmen für die ersten Reformen weg von der sozialen Marktwirtschaft, durch die Reformen der zweiten Scientists for Future 2. Ja, also liebe Journalisten, bitte, wenn ihr wirklich wollt, dass Greta jemals Erfolg hat und wenn Greta und Fridays for Future nicht klug genug sind, zu verstehen, dass ihre einzige Chance in dieser Kette bis hin zu den zweiten Scientists for Future 2 liegt, dann sozusagen, dann macht ihr es doch. Dann, liebe Journalisten, macht ihr doch die Sache bekannt. Und dann hätten wir zu Weihnachten, jetzt zu Heiligabend und zu Weihnachten die gute Nachricht. Wir können uns endlich freuen, wir können endlich Hoffnung haben, dass wir ein viel glücklicheres, viel gesünderes Leben in einer umweltreparierten Gesellschaft haben werden, weil wir endlich den Ausweg aus dem teuflischen Raubtier- und Heuschreckenkapitalismus, aus der teuflischen sozialen Marktwirtschaft, die alles zerstört und die den ganzen Planeten notwendig zerstören muss, weil sie sozusagen das System ist, was gewinnbringende Irrtümer systematisch fördert und ausbreitet und sozusagen in der Evolution die Wahrheit aussterben lässt und die Irrtümer sich gewinnbringend ausbreiten lässt, sozusagen, sodass unsere ganze Welt aus Irrtümern besteht, die uns zum Shoppen bringen, die uns zum Konsumieren bringen, die uns zum Totkonsumieren der Erde bringen und so weiter. Daraus können wir endlich aussterben und wir dürfen endlich wieder glücklich leben und so weiter. Und das ist die frohe Weihnachtsbotschaft jetzt für den heutigen Heiligen Abend. Ja, bis morgen. Tschüssi.